Heute Abend wieder kurz vor 20 Uhr aus unserem interreligiösen Gebetsladen Come in Biberach, unsere besondere Gebetszeit Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier immer. Heute denken wir besonders an die Menschen, die nun die Öffnung der innereuropäischen Grenzen gestalten müssen. Die, die die in verschiedenen Regelungen im Blick haben müssen. Wir denken an die Menschen, die an den Flughäfen und bei den Fluggesellschaften arbeiten, koordinieren müssen oder manches einfach auch wieder neu gestalten müssen. Die dort die geltenden Corona-Ordnungen umsetzen müssen. Wir denken an die Fluggesellschaften und Reiseunternehmen, die stark gebeutelt sind und nun wieder einen Weg in eine gute Zukunft finden müssen. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort. Wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familie. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.